Wir heißen herzlich willkommen, Herr Burkhard Mischka. Ja, vielen Dank, wobei ich jetzt in einer ganz blöden Situation bin, dass ich nämlich die Kultur hier unterbrechen musste und das wollte ich gar nicht. Also liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, liebe Freunde der Demokratie, das Jahr ist ja noch nicht sehr alt, erst 12 Tage alt, aber man muss feststellen, dieses neue Jahr hat eigentlich genauso begonnen, wie das alte Jahr aufgehört hat. In der Silvesternacht wurde in der Dresdner Altstadt ein indischer Staatsbürger durch Neonazis brutal zusammengeschlagen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Einige Tage später, nämlich am 4. Januar, wurden 2 junge Frauen in Berlin-Biesdorf an einer Bushaltestelle zunächst rassistisch beleidigt, dann attackiert. 2 Tage später in der Wormser Innenstadt in der Fußgängerzone wurde ein 46-jähriger Mann aus Tansania von Nazis zusammengeschlagen und als er am Boden lag, wurde mehrfach auf ihn eingetreten, auch er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Jeden Tag werden in Deutschland im Durchschnitt 3 neonazistische Gewalttaten verübt. Tag für Tag. Am helllichten Tag und in der Nacht werden Mitbürgerinnen und Mitbürger durch Straßen gejagt, sie werden verfolgt, geschlagen, getreten, misshandelt und gequält. Und diese Taten, meine Damen und Herren, sind nicht nur ein Angriff auf die Menschlichkeit in unserem Land, sondern sie sind ein Angriff auf uns alle. Und deshalb sind wir hier heute auch auf der Straße, weil wir uns nicht mehr damit abfinden wollen, dass jeden Tag Mitbürgerinnen und Mitbürger durch braune Schläger terrorisiert und misshandelt werden. Wir sind hier heute auf der Straße, weil wir unsere Straßen und Plätze hier in Magdeburg nicht den Neonazis überlassen wollen. Wir sind hier heute auf der Straße, weil wir unser Gedenken an 56 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, weil das nicht missbraucht werden soll durch irgendwelche dumpfen Parolen. Wir sind hier heute auch auf der Straße, weil wir finden, dass endlich eine menschenverachtende Partei wie die NPD verboten werden muss und nicht weiter durch unsere Steuergelder finanziert wird. Wir sind hier heute auf der Straße, weil wir auch weiter in einer weltoffenen und toleranten Stadt leben möchten. Wir sind hier heute auf der Straße, weil wir weiterhin in Freiheit leben möchten, in einer pluralen Gesellschaft und nicht in einem braunen Einheitsbrei. Und deshalb, meine Damen und Herren, möchte ich Sie auch recht herzlich einladen, auch am nächsten Samstag wieder auf die Straße zu gehen, wenn Neonazis erneut versuchen wollen, durch diese Stadt zu marschieren. Ich möchte Sie recht herzlich einladen zu der Auftaktveranstaltung, die nächsten Samstag um 12 Uhr am Hauptbahnhof stattfindet. Recht herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie heute auf die Straße gegangen sind, die Sie Gesicht zeigen, die Sie Flagge zeigen, die deutlich machen, dass unser Magdeburg bunt und nicht braun ist. Recht herzlichen Dank und damit geht's, glaube ich, weiter hier mit der Kultur. Ja?